So isst man Nutella. Man öffnet das Glas, gibt alles aus und macht es in eine breite, so könnte noch breiter sein, breite Schale hinein, damit man das im Anschluss in ein Gefrierfach tun kann, damit es schnell wieder hart wird. Denn nur gefroren bzw. knippelhart schmeckt Nutella besonders gut. Nur kriegt man es dann nicht mehr aus dem Glas. Und dann gibt es dann ganz komische Leute, die essen es dann einfach weich und versauen sich damit den höchsten Genuss im Universum, anstatt es einfach so zu machen wie ich. Und ich hau das jetzt in mein Tiefkühl rein. So, und zu dem gleich eingefrorenen Nutella gibt es goldbraun, kross gebratene Ostbrötchen, Bäckerbrötchen und Pizzabrötchen. Ich muss natürlich in die Gewicht 686 noch 217 Gramm für die Schüssel abziehen. Aber bevor ich das gefrorene Nutella drauf haue, esse ich erstmal zwei Eier. Ich gehe auch schon mal eben zum Kühlschrank. So, jetzt bin ich im Eisfach. Mach mal für euch Licht an. Das ist jetzt seit ungefähr 15 Minuten dort drinne. Und es ist noch viel zu weich. Also das muss bestimmt noch mal 15 Minuten. Genau in den 15 Minuten. Außer jetzt hätte ich einen Klumpen Scheiß im Kühlschrank. Lecker. Na, und den 15 Minuten, wo ich das jetzt noch weitermachen lasse, machen wir schnell zu, esse ich die zwei Eier und gucke mir dabei einen Film an, den ich euch jetzt gleich präsentieren werde. Ist eine Komödie, werdet euer blaues Wunder erleben. Gladiator. Haben Sie getötet letzte Woche? Nein. Haben Sie versucht, letzte Woche zu töten? Oh. Jetzt läuft Ihre letzte Woche für Arbeitslosenversicherung. Entweder Sie töten nächste Woche jemanden oder wir müssen Ihren Status ändern. Verstanden? Oh. Unterschreiben Sie. Der nächste. Ihr Beruf? Ich bin Stammtischphilosoph. Was? Stammtischphilosoph. Hören Sie, ich verschmelze den Dunst und die Blähungen der menschlichen Erfahrungen zu entwicklungsfähigen und logischen Begriffsinhalten. So? Ein Quatschkünstler also, ja? Haben Sie letzte Woche gequasselt? Nein, tut mir leid. Haben Sie versucht, letzte Woche zu quasseln? Ja. Komikus! Komikus! Hey, Komikus! Zurück in die Reihe! Zurück mit Ihnen in die Reihe! Er steht gar nicht in der Reihe. Er ist mein Agent, der gute Flinkus. Gute Neuigkeiten. Stell dir nur vor, ich habe einen Job für dich. Jetzt, wo Sie Arbeit haben, brauchen Sie das wohl nicht. Moment mal, das Geld gehört mir. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt meine Mittagspause. Ja. Oh, Licht rein. Ja, ich hab blind. Moment. Ja, so sah Hartz IV vor 2000 Jahren aus. Und wer errät, was das für ein Film ist, kann einen extrem großen Preis gewinnen. Wer errät, was das für ein Film ist, bekommt einmal mehr absolut nichts. So, jetzt esse ich erstmal. Esse ich erst einmal. Ei. Und Ostbrötchen vom Ostbrötchenbäcker. Hoffen wir, dass mein Nutella noch fest wird in den nächsten 15 Minuten oder so. Bis später. So was Leckeres, nee. So, jetzt sind mittlerweile 35 Minuten vergangen. Im mittlerweile hochgeschraubten Eisfach. Von Minimal auf normal habe ich es hochgedreht. Aber irgendwie. Ach doch, es geht. Ah, es hat jetzt schon eine richtig schöne feste Konsistenz. Ja, sag mal noch maximal 10 Minuten, dann ist es perfekt. Hier Wartezeit überbrücken. Zoom töten. Ah, jetzt. Ein Eunuch.
Spiel ist aus, Freunde. Dann kann ich hier gehen. Wie noch? Komm schon her! So, jetzt nach 45 Minuten im Kühlschrank. Es ist fast schon schmerzhaft kalt, die Schüssel. Jetzt zeige ich euch, wie man Nutella richtig isst. Sieht witzigerweise noch flüssig aus. Aber man kann wunderbare Würfe jetzt rausschneiden. Ich pack da mal kurz mein Handy weg. Und dann haut man sich diese Würfel hauchdünn, streichzart. Das Brötchen ist es. So isst man Nutella. Dass ihr das jetzt hoffentlich gelernt habt. Ja. Hauchdünn. Es ist auch hier jetzt Nutella. Mhm. So und nicht anders müsst ihr es essen. Bis denn.